Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, nicht schwarz. Ne? So, früher wollte ich stark genug sein, um anderen helfen zu können. Doch jetzt geht es mir nur noch ums Kämpfen. Ob ich wohl vom Weg abgekommen? Okay. Du hast ein Problem, mein Freund. Emil wird X-Bad einsetzen. Nicht ganz so gut mit Felinara gegen ein X-Bad. Ich werde mal ganz kurz auf... Was werde ich denn wechseln? Eigentlich war Simbulara ziemlich cool. Felinara kommt zurück. Simbulara, her damit. Giftstreich, okay. Eieiei, du machst echt Schaden. Überlebe, überlebe. Ja, hast du. Ich bin stolz auf dich. Und ja, das ist auch sehr effektiv. Ich möchte meinen Simbulara hier überleben und dieses X-Bad besiegen lassen. Einfach nur zu zeigen, dass auch mein Simbulara ein bisschen was reißen kann. Okay, Luftschnitt, kein Thema. Und jetzt eine Psychokinese. Sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Abgewehrt auch noch. So. Ja, Erfahrungspunkte. Her damit. Hundemon Level 46. Und du hast mich gelehrt, worum es bei einem Kampf wirklich geht. Ich habe dein X-Bad fertig gemacht. Top-Genesung. Hey. Wir kriegen Items geschenkt. Das ist toll. Okay, dann nach oben. Veteran! Na, was sagst du? Meine Auftrittsmusik ist doch absolut spitze, oder? Die Musik, die hier läuft, ist echt cool. Yay. Yay. Gibt es noch eine zweite Strophe? Okay, nein, gibt's nicht. Gut. Und dann, oh, du siehst schon wieder so alt. Das ist, überrascht mich immer. Die sehen aus wie Teenager. Und dann sind es solche armen Bettler. Bettler wollte ich schon sagen. Nee, ich wollte Penner sagen. So. Felinara, Banett. Können wir mal schauen. Einmal Mondgewalt. Wie viel Schaden wir denn an einem Banett machen? Ja, gar nicht mal so schlecht. Na, oh, es ist paralysiert. Okay. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Banett sieht so ein bisschen aus nach dem Motto so, oh, bitte töte mich doch. Ich halte es nicht mehr aus auf dieser Welt. Oh, es ist paralysiert. Oh Mann, Felinara, was machst du in letzter Zeit mit mir? So, das wird wesentlich mehr wehtun. Ja, Mondgewalt. Banett ist weg. Na? Ja. So. Folipurba wird eingesetzt. Da werde ich dagegen mein Lucario mal hernehmen. Mein Hundemon ist leider definitiv noch schwach genug. Zu schwach. Ne, halt, Folipurba war die Pflanzenentwicklung, nicht die die Eisentwicklung. Das war Glaceola. Da machen wir mal ganz kurz was anderes. Schwerttanz. Ich glaube, Folipurba kann gegen ein Lucario jetzt auch nicht so großartig ankämpfen. So, Schwerttanz. Rim. So, Angriff steigt stark. Eine Laubklinge. Ja, das macht halt nicht viel Schaden. Und jetzt ein Nahkampf. Das wird so böse werden. Und tschüss. So. Okay, Lucario hat Erfahrungspunkte. Felinara, Level 58. Der ist auch besiegt. Oh, trotz starker Auftrittsmusik habe ich kein bisschen den Ton abgegeben. Wow. Und auch noch schlechte Wortwitze. Du könntest dich echt mit mir zusammentun. So, dann gucken wir noch, was es bringt, wenn ich diesen Steinchen... diesen Steinchen, genau. Diesen Steinchen hier verschiebe. Ich verschiebe den Steinchen... um hier weiter geradeaus zu laufen. Noch weiter. Noch weiter. Hier raus. Ich wollte eigentlich raus. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir dann hinkommen. Eine Horde Georox. Alter.
Warum nicht? Das, glaube ich, gibt mehr Erfahrungspunkte als die Kleinstein. Obvious, ne? Schauen wir mal, ob wir... Außer sie machen jetzt alle Explosionen oder sowas. Katapult. Blapp. Felswurf. Oh, es dauert jetzt für eine Weile. Ich nutze die Zeit, einfach mal zu sagen... Leute, falls euch meine Videos erstmal gefallen und ihr mich unterstützen wollt, gebt doch ein Däumchen nach oben. Das würde mich freuen. Alle anderen kriegen jetzt geil Schaden. Warte. Bäm. Super. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen würdet. Würde mir weiterhelfen. Ihr könnt das Video aber auch, wenn ihr wollt, auf Facebook, Twitter oder sonstigen Scheiß teilen. Hauptsache, sehen die Leute, ne? Und wir besiegen die jetzt einfach mal alle. Perfekt. Dankeschön. Das gibt Erfahrungspunkte. Falls es euch natürlich auch gefällt, was ich hier mache, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Es freut mich immer zu lesen, wenn ich eure Freude sehe. Und dann bin ich natürlich umso motivierter für die nächsten Folgen, das noch besser zu machen. Immer besser. So. Ja, genau, das habe ich mir fast gedacht, dass ich wieder hier rauskomme. Gut, wir haben also sozusagen den zweiten Shortcut gemacht. Dann heile ich mich hier kurz bei der Dame da oben. Und gehe den gleichen Weg nochmal zurück. Um dann hoffentlich bald rauszukommen. Wir wollten ja heute die Siegestraße fertig kriegen. Und ich denke, dass wir auf dem besten Wege dahin sind. So, nach oben skaten. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein wildes Pokémon oder so. Natürlich. Warum auch nicht? Ein Duodino. Kein Problem, denn wir machen einmal Mondgewalt, dann ist das Ding weg. So, Mondgewalt. Adieu. So, Duodino ist zweimal gleich gestorben. So, okay. Symbolara wird stärker. Jetzt können wir das langsam auch hernehmen. Das ist super. Das ist saugeil. Okay. Hier rein. Und wo sind wir jetzt? Wow. Hallo, alter Mann. Du möchtest bestimmt kämpfen. Du schaust nicht mal zu mir. Okay. Dann schau halt weg. Okay. Wenn man verschiedene Kampfstile in Farben ausdrücken könnte, welche Farbe hättest du? Lass mich raten. Du hast wieder nur... Du hast wieder nur einen Farbi. Genau. Gut. Wenn du halt einfach nur mit Farbigel kämpfen möchtest. Ich verstehe nicht, wie diese Trainer überhaupt so weit kommen können. Mondgewalt. Ja, tschüss. Alter, es hat richtig viel Schaden gemacht. So, Draschen erreicht Level 46. Deine hitzigen Attacken sind rot, deine eiskalte Strategie ist blau. Und du bist noch grün hinter den Ohren. Oh. Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Ein wildes Pokémon. Ein Ibitak! Will ich aber nicht gegen dich kämpfen. Flucht gescheitert. Okay. Filinara besiegt es einfach. Das ist besser, als wenn du hier versuchst zu fliehen. Das geht wahrscheinlich schneller. So, Mondgewalt. Und zeigt einfach mal, wie stark du wirklich bist. Mhm. Nämlich ordentlich. Jetzt einmal Biss. Ach, der hat Ruheort. Ja, dann heil dich halt. Ist okay. So. Ein Volltreffer dafür. Mach ich nochmal Mondgewalt, weil er setzt wieder Ruheort ein. Natürlich setzt er das ein. Ah. Schlechter Verlierer, mein Freund. Schlechter Verlierer. Nützt dir aber nichts. So. Weg mit dir? Und es ist echt stark, wie gut Filinara inzwischen nachgelevelt hat. Ha, was sagst du mir?
Willst du auf starke Pokémon und Trainer treffen, musst du vor allem eins, Kämpfe bestreiten. Also, was ich bis jetzt gesehen habe von dieser, Siegesstraße, muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr geile Siegesstraße. Also, sie gefällt mir eigentlich genauso gut wie die in Schwarz und Weiß. Und das soll was heißen, denn Schwarz und Weiß hat, war das erste Mal, wo ich gerne in der Siegesstraße war. Davor war es einfach immer nur nervig und immer froh, wenn ich draußen war. So, Feuersturm. Au, das hat ja fast wehgetan. Hier, Surfer. Plopp. Okay, was kommt als nächstes? Oh, okay. Xerox wird eingesetzt. Na, bleiben wir mal ab, was. Ich will einfach mal zeigen, wie übermächtig ich mit ihm bin. Ah, Kaskade wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So. Ja, ich weiß. Oh, ist zurückgeschreckt. Perfekt. Jetzt ein Einstrahl noch hinterher. Einstrahl auf Doom! Ja! Das war's! Tschüss, Xerox! So, okay. Lucario erreicht Level 62. Und Ass-Trainerin Regina wurde besiegt. Pokémon-Kämpfe kann man auf gewisse Weise mit der Liebe vergleichen. Okay. Heißt es, du... Hm? Ne? Ne? Willst du auf tolle Pokémon und Trainer treffen, musst du vor allem eins Initiative ergreifen. Okay, doch nicht. Reader Friendzone. Hm, blöd. Oh, okay. Sogar... Wir müssen hier sogar ein bisschen surfen. Schick. Schön gemacht. Hier können wir auf jeden Fall erstmal hoch. Das ist eine richtig geile Siegesstraße, Leute. Das kann man definitiv so stehen lassen. Oh, hier ist eine TM. Wir stehen kurz davor, den Gipfel zu erklimmen. Aber noch müssen wir an einer Wand vorbei. Du an mir oder ich an dir. Viel Glück. Schön, nett. Ein Trainer, der mir Glück wünscht. Das ist auch mal was Neues. Quirtle wird eingesetzt. Los, für die Nase. Ich wechsle mal. Und zwar auf Lapras, ne? Kennen wir schon das ganze Spiel. So. Okay, Erdbeben. Dürfte aber okay sein, natürlich. Surfer müssten mehr Schaden machen. So rein rechnerisch gesehen. Mhm, genau. Nämlich so viel. 100% Schaden. Das dachte ich mir. So, okay. Viele nachher erhält Erfahrungspunkte. Rest auch. 147. Hey, Gott sei Dank. Geowatz, komm, bleib draußen. Ich hätte auch Lucario noch hernehmen können. Dann würde der auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriegen. Okay. Geowatz hat Robustheit. Na, super. Quetschwalze. Mein armes Lapras, hör auf damit. Kaskade. Und tschüss. So, okay. Geowatz wurde besiegt. Ein Haufen Erfahrungspunkte für mein Team. Wilfried. Dabei wollte ich doch den Gipfel erklimmen. Ja, du hast mir Glück gewünscht. Da kann ich nicht einfach so verlieren. So, TM2 Drachenklaue. Ah, geile TM. Geile TM. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir laufen jetzt einfach mal weiter nach unten. Und, ja. Hier runter. Dankeschön. Gucken wir noch, was hier... Hier kommt es hier weiter. Okay, dann rein. In die Siegerstraße. Und mal... Oh Gott, ey. Okay, es geht aber noch relativ lange. So voran. Okay, hier ist nichts. Hier ist, glaube ich, auch schon Ende. So, Filinara ist inzwischen schon ein bisschen stärker geworden. Mal gucken, ob es jetzt One-Hitten kann, dieses Shadrago.
Jo, kann es. Sehr gut. So, ich habe jetzt in der letzten Folge natürlich so großspürig gesagt. Natürlich werden wir in dieser Folge die Siegerstraße fertig machen. Aber ich unterschätze immer, wie viele Trainer es hier gibt. Ich habe mein Können jahrelang auf die Siegerstraße gestellt. Was könntest du schon gegen mich ausrichten? Jahrelang. Okay, du bist auch schon wieder so ein Alter, ne? Ja, natürlich. Tromborg. Das ist das Geist Pflanzenfähig? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich gucke jetzt einfach mal, was Mondgewalt bei ihm aus abzieht. Oh, die Hälfte. Okay. Autsch! Egal, Mondgewalt wird dich jetzt vernichten. Ja, tschüss, Tromborg. Es ist so ein bisschen nach Thrombose an. Brokkolos. Brokkolos ist das der richtige Gegner für meine Lapras. Ne, wobei, eigentlich Lucario wäre fast cooler gewesen. Ich werde nochmal ganz kurz auf Lucario auswechseln. Außer das Ding kann Erdbeben. Nee, lieber dann doch nicht. Erdbeben ist uncool. So, Surfer. Und wisst ihr was? Ich mache heute die Siegesstraße fertig. Definitiv mache ich die Siegesstraße heute fertig. Steinkante. Oh, 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 oh. Das ist sehr effektiv. Ja. Lucario. Mach es fertig, Lucario! Einmal Fußtritt. Diesmal brauchst du dich auch nicht verwandeln. Ich hasse Schutzschild. Es ist nur ein Kampf auf Zeit. Schaut her. Das Ding hat noch ein HP gehabt. Als ob der irgendwas gegen mich noch ausrichten konnte. So, Filinaria reicht Level 60, Dragiel 47, 52 für Symbolara. Und das war's. Und trotz meiner Kraft und Ausdauer habe ich verloren. Jo, weil du halt nur zwei Pokémon hast. Das ist auch ein Grund, warum du immer verlierst. Okay, mal ganz kurz mein Pokémon-Team heilen. Beleber, Lapras und Hypertrank auf Lapras und Filinara. Perfekt. So. Filinara ist schon Level 60. Hat schon fast Lucario eingeholt. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich werde jetzt aber mal ganz kurz mein Dragiel nach vorne setzen. Einfach nur, damit es immer volle Punkte kriegt. Volle Erfahrungspunkte. Hui, jetzt kommen aber viele Trainer. Du magst zwar die Jugend auf deiner Seite haben, doch ich habe meine ganze Erfahrung. Du siehst nicht wirklich alt aus in diesen Sprites, oder Witz? Außerdem hast du in den Sprites viel längere Haare wie auf dem Bild. Glaziola. Ist vielleicht blöd, dass man mal gegen ein Eis-Pokémon, ein Drachen-Pokémon in das Rennen schickt. Ja, minimal. Dann kommt hier Lucario zum Einsatz. Dragiel kommt zurück. Ich möchte Lucario einsetzen. Lizard, okay. Übertreib. Zack, Fußtritt. Aber Glaziola ist so süß, finde ich. Das ist so ein liebes Pokémon, schaut euch das an. Ui, und der Schweif. Ui, 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 ui. Tut mir leid, dass ich dich besiegen muss. Oh Gott. Der Sterbeschrei. So, Relaxo. Ja, dann komm mal wieder raus, Dragiel. Du musst bald 55 werden. Das sind noch 8 Level. Das ist ganz okay. So, Relaxo. Hallo, Relaxo. Pokémon auf Lucario wieder wechseln. Beziehungsweise Mega Lucario. Jo, das ist nicht sehr effektiv, macht trotzdem arschvoll Schaden. So, aber das müsste vollkommen reichen. Wuhuhu. Oh Gott, das arme Relaxo. So, Lucario Level 3 und sach, sach.
Und... Maive! Für dich spricht nur deine Jugend, aber du hast doch viel Erfahrung gesammelt. Ja, und eigentlich wäre jetzt die Folge zu Ende. Aber nein, ich habe ja gesagt, wir machen die Siegestraße fertig und egal wie lange es dauert, wir machen sie heute fertig. So. Passt. Hallo, ne? Ich werde meine lange Karriere einen würdigen Schlusspunkt setzen. Gib mir alles, was du hast. Oh, du willst aufhören? Das finde ich aber... Nein! Das finde ich irgendwie uncool. Panzer Aeron. Was setzt sich gegen Panzer Aeron am blödsten ein? Na, ich hab... Lucario ist blöd. Hundemon ist ein bisschen schwach dafür, würde ich sagen. Wobei, ich kann es mal probieren. Er hat aber fast keine Attacken. Uah. Ich kann es mal probieren. Hundemon, zeig, was du kannst. Das ist nicht sehr effektiv. Schön. Das finde ich gut. Feuerzahn. Kreuzschere. Das macht gar keinen Schaden. Lapras. Dann werde ich halt Eisstrahler einsetzen. Eisstrahl ist immer gut. Egal auf welche Frage. Eisstrahl ist immer gut. Und selbst wenn es ein Magma ist. So. Eisstrahl. Ja, da seht ihr. Das macht schon mehr Schaden. Macht zwar nur normalen Schaden, weil natürlich der Stahltyp die Schwäche vom Eistyp, vom Flugtyp wegnimmt. Aber Hundemann ist dafür Level 48 geworden. Simsala, okay. Simsala. Könnte ich jetzt Filinara ein bisschen mit hernehmen oder Hundemon? Ich werde trotzdem erstmal Dragée rausholen. Einfach nur, um wieder Erfahrungspunkte zu schnorren. Die sind 10 Level über Dragée, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. So, ein Lapras. Für dich. Oh, er kann Fokusstoß. Oh, das wird so wehtun. Oh ja, fast die Hälfte. Und es ist sogar schneller als ich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Filinara? Zeig mal, was du kannst. Hehe. Alter Helm. Okay. Da sieht man schon, das ist nicht effektiv. Der kann dann schon einer Fee zu schaden. Aber bis. Und das ist sehr effektiv. Perfekt. Simsala hat kaum eine physische Verteidigung. Dementsprechend mit Biss. Sowas ist es absolut geil. So, Dragée erhält Erfahrungspunkte. Dragée Level 48. Nachtara wird eingesetzt. Bleib doch draußen, mein Freund. So, einmal Mondgewalt. Wumms! Und ja, das ist sehr effektiv. Nachtara hat ziemlich viel Leben verloren. Und ja, jetzt verliert es die kompletten Leben. Tschüss. Nachtara wurde besiegt. Filinara erhält spezielle Erfahrungspunkte. Und du hast mir alles gegeben und es war zu viel für mich. Was zur Hölle? Das hört sich voll traurig an. Und du hast mehr drauf, als ich dir zugetraut hätte. Was sagst du? Willst du nicht hierbleiben? Aber nein, das wäre natürlich Verschwendung. Du bist noch nicht am Ziel. Also weiter, gib alles. Okay. Yo! Pokémon Liga, wir sind endlich angekommen, Leute. Wir haben es soweit geschafft. Zur Top 4, zur Pokémon Liga, zum Champ. In der nächsten Folge werde ich definitiv die Top 4 anfangen herauszufordern.
Wir quatschen jetzt noch ganz kurz mit denen. Den Champ zu besiegen ist nur eine weitere Spross auf der Leiter zur wahren Stärke. Oh, aber das hätte ich dir besser erst sagen sollen, nachdem du den Champ besiegt hast. Spoiler. Wer es in der Pokémon-Liga schafft, kann dort die absolute Trainer-Elite, nämlich die Top 4 und ihr Oberhaupt, den Champ zum Kampf herausfordern. Was ist wahre Stärke? Sich gegen jeden beliebigen Gegner zu behaupten oder dem eigenen Stil treu zu bleiben. Ja, alles und so weiter, ne? Gut, ich werde offscreen jetzt noch ein bisschen trainieren. Werde so mein Drachel, meine anderen Pokémon noch ein bisschen auf Teamniveau bringen. Drachel wahrscheinlich kurz vor die Entwicklung hauen und den Rest so ein bisschen Lucario noch stärker machen. Ein bisschen stärker machen, alles. Obwohl, ich werde das nicht offscreen machen, ich werde das wieder bei dem ersten Trainingsvideo machen. Ich werde es aufzeichnen, werde euch das dann in die Beschreibung der nächsten Folge unten ins Video packen. Und dort könnt ihr das dann anschauen. Das wird dann alles wieder ein bisschen schneller gemacht. Und dann könnt ihr noch ein bisschen das Trainingsvideo genießen mit schöner Musik und so, ne? Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao.